Heute begrüßen wir Kerstin und Markus mit Hündin Ira hier auf dem Campingplatz Hetzingen. Die beiden kommen zum wiederholten Mal hierher. Und was ich total faszinierend finde, ist das Wohnmobil von den beiden, was typisch ausgelegt ist für Hundebesitzer mit ganz speziellen Eigenschaften und Attributen, die dieses Wohnmobil hat, damit sich auch Hunde hier wohlfühlen, damit die während der Fahrt der Hund gut untergebracht ist, dass er während der Fahrt zu trinken bekommt. Und ich habe eben gehört, sogar mit einer Kameraüberwachung in dem Aufenthaltsraum des Hundes, damit man auch während der Fahrt sehen kann, ob es dann dem Hund gut geht. Ja, und wie so ein Wohnmobil von innen aussieht und wie so die Dinge im Einzelnen sind, das zeige ich euch jetzt hier an dieser Stelle mal. Der Dockliner ist aus dem Hause Knaus. Aufgebaut ist er auf dem Fiat Ducato Multijet und hat einen 2,3 Liter Dieselmotor, der ganze 130 PS auf die Straße bringt. Während Kerstin und Markus zum Check-in in die Rezeption gehen, schauen wir uns ein paar Details zum Fahrzeug an. 7,30 Meter ist die Gesamtlänge. Fahren darf man dieses Wohnmobil ab dem 25. Lebensjahr mit dem Führerschein Klasse C1. Der Name Dockliner verrät schon, worum es geht. Hundebesitzer sind die Nutzer dieses Wohnmobils. Es ist mit vielen praktischen Details versehen. Beispielsweise hat die Hundebox ein Fenster und ein Fliegenschutzgitter. Doch bevor wir uns mit weiteren Ausstattungsmerkmalen befassen, bringen wir Kerstin und Markus mit ihrem Wohnmobil erstmal zum Stellplatz. Routiniert steuert Kerstin das Wohnmobil um die Spitzkehre an der Rezeption. Kerstin und Markus haben diesmal einen unserer Komfortplätze mit Bogenblick gebucht. Diese Komfortplätze sind etwa 100 Quadratmeter groß und haben einen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Diese Tür öffnet den Laderaum und auch gleichzeitig die Hundebox. Hier begrüßt uns Hündin Ira. Eine ausziehbare, rutschfeste Hunderampe erleichtert dem Hund das Ein- und Aussteigen. Komm Ira, komm raus! Neben der Hundebox ist Platz für wichtige Camper-Utensilien. Wie praktisch ist das denn? Im Fach neben der Tür ist Platz für den Brauseschlauch. Diese steckbare Hundedusche kann mit kaltem und warmem Wasser temperiert werden. Außerdem gibt es auf der anderen Fahrzeugseite einen zweiten Wasseranschluss. Sehr praktisch ist neben der Hundedusche auch der verschweißte Leinenring an der Fahrzeugunterseite. Davon gibt es ein zweites Exemplar auf der linken Seite. Kerstin, wie sieht die Hundebox von innen aus? Das ist hier die wunderbare Hundebox, die ja von außen auch zu begehen und abzuschließen ist. Die kann man hier eben für die Fahrt, hat der Hund hier einen sicheren Platz. Die ist ausgestattet sogar mit einer Kamera, dass wir von vorne sehen können, ob die, was sie da macht, bleibt. Ich weiß nicht, ob der Markus schon von dem Wassernapf berichtet hat. Das ist ein, wenn du mal hier, kannst hier rein leuchten, da ist ein Wassernapf, das ist so ein Anti-Schlabber, zu sagen, dass auch eben während der Fahrt der Hund auf jeden Fall zu trinken hat. Die Dusche wirkt auf den ersten Blick klein. Sieht klein aus, aber wenn es zu ist und man drin steht, ist sie doch sehr geräumig. Kleiderschrank, also es ist alles sehr komfortabel, wie wir finden. Eine Klimaanlage haben wir auch. Hier ist das Kochfeld, drei Plattenkocher ist auch ganz, und mein persönliches Highlight ist dieser Kühlschrank, der ein großes Gefrierfach hat und eben wirklich viel Platz. Im Backofen gibt es.
Wir haben ebenso einen Fernseher mit einer elektrischen Satellitenschüssel auf dem Dach. Und rundum für Mensch und Tier total durchdacht und super. Und jetzt freuen wir uns, dass wir wieder fast quasi zu Hause zu Nummer 2 sind und den schönen Blick auf die Burg haben. Und ja, das spricht ja für sich, ne, eigentlich. Also, dass wir immer wieder gerne kommen. Wir haben nicht so eine ganz weite Anfahrt, das ist ganz schön. Und fühlen uns hier super zu Hause. Es ist, ja, also rundum wirklich gelungen. Ihr macht das toll. Wir ja, fühlen uns wohl. Es ist alles vorhanden, was man braucht. Es ist schön gelegen an der Ruhr. Es ist Wasser da, es ist alles da. Das Wetter ist meistens schön. Und ja, nur zu empfehlen. Ich sage herzlichen Dank an Kerstin und Markus für das Mitmachen und wünsche den beiden noch viele schöne Urlaube. Haben Sie auch ein spezielles oder besonderes Fahrzeug, dann kommen Sie gern zu uns und stellen es bei uns vor.